Ich bin Ramona Facchini, Schweizer Mountainbikerin und fahre für das GB Bunex Superior Factory Racing Team. Seit 2018 mache ich das beruflich. Es war ein sehr schwieriger Entscheid für mich, weil nach der Lehre habe ich 5 Jahre weitergearbeitet auf meinem Beruf. Es machte mir Spaß. Ja, und diese Sicherheit aufzugeben. Ich hatte gute Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ein sicheres Einkommen, eine gute Arbeit. Und das alles aufzugeben und nicht wissen, ob ich es überhaupt einmal an die Spitze schaffe oder nicht, das war wirklich ein sehr schwieriger Entscheid für mich. Aber ich glaube, ich suchte diese Herausforderung. Ich wollte wissen, was ich alles erreichen kann mit der ganzen Unterstützung vom Umfeld. Ich würde sagen, ich habe mich nicht enttäuscht. Es gefällt mir sehr gut. Der Sport, der ist eine Lebensschule. Also, er gibt mir das Durchhaltevermögen, den Biss. Und ja, ich habe schon so viel gelernt in all den Jahren. Und ich glaube, ich habe genau das Richtige gemacht. I made it. Ramona is super modest. She will never be like, oh, I'm a world champion. Yeah. So if you just know her as Ramona, she's just Ramona. And yes, of course, I was very happy because she had a really tough season actually when she became world champion. I think she's mentally really strong because sometimes she had tough starts in races, but then she turns it around. Ramona, fine Zug! Fine. And then she keeps on going, fights like a lion, and then in the end, she's really good and has always really good ending. Yeah, you can learn from her that you should never give up. Yeah, that's true. And she's a very good sleeper. She's very good in doing naps. I'm totally impressed. Ich fahre jetzt schon zum zweiten Jahr auf dem Superior Bike. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Es ist für mich passt es perfekt und ja, habe schon sehr gute Rennen fahren können. Mein großes Ziel sind natürlich die Olympischen Spiele. Für dieses Ziel ist es wichtig, dass ich mich auf mich fokussiere, alles von mir optimieren kann, wie die Technik, das Material, die Ernährung und so weiter. Und ja, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Ja, auf der einen Seite ist es schön, dann sieht man, ja, wo ich mich noch überall steigern kann. Auf der anderen Seite ist die ganze Arbeit von mir und macht es schwierig auch im Kopf, was noch alles zu tun ist. Aber genau das macht es interessant und genau hierfür machen wir Sport und freue mich auf die kommende Zeit. Ich möchte mich weiter an der Weltspitze etablieren und ja, wieder Top 15 Weltcup fahren. Mein Hinterkopf ist Paris 24. Klar ist das auch ein großes Ziel. Bis dahin gibt es noch sehr viel Arbeit zu tun und ich freue mich auf die kommende Zeit.